So, wir sind heute im Trailgelände beim MC Flöhr und haben hier einen Trail-Experten und haben den Trail-Experten auch mal ein Motorrad mitgebracht. Und zwar ein Motorrad von Gas, Gas. Ja, aber stell dich mal kurz selber vor. Wer bist du Ja, denn? also ich bin der Mike Bergmann, fahre Trail schon seit vielen, vielen Jahren. Schon seit 1986 habe ich angefangen mit Fahrradtrail, 2 Jahre. Bin kurz DDR-Meister gewesen, dann gewechselt zum Motorradtrail, als ich 16 war. Eher durfte man das nicht. Ja, dann bin ich in der Nationalmannschaft gelandet, von der DDR damals, wo wir im Ostblock ganz weit unterwegs waren. Ja, dann kam die Wende und ich muss eigentlich sagen, schon seit der Wende fahre ich Gas, Gas. Sehr cool. Das erste Jahr noch auf einer Fendt gestartet und dann schon 1993 auf Gas-Gas gewechselt, was die ersten Modelle der Wasserkühlung waren. Waren viele Schwierigkeiten, Kinderkrankheiten noch, bis wir uns bis zu dem Modell der Pro rein entwickelt haben. Eine super Sache, die Pro geworden mit ihrem Getriebe, ihrem ganz speziellen, mit dem Vorgelegegetriebe, ein super leichter Motor konstruiert, wo wir hier wirklich auf ein Top-Motorrad gekommen sind, was ich jetzt schon seit 2001 wohl fahre, die Pro, und kaum Probleme mit dem Motorrad gehabt habe, auch mit dem Getriebe nicht, wenn man da immer an den Ölwechseln dran bleibt, auch da ein sehr haltbares Motorrad geworden. Okay, und im Endeffekt ist das jetzt das Brandneue, was eigentlich GasGas zu bieten hat, die 300er-Version. Merkst du einen speziellen Unterschied an der Kupplung oder am Fahrwerk, was jetzt anders ist zu deinem Motorrad, was du hast? Natürlich ist das ein ganz neues Motorrad. Man muss sagen, alles geht exakt auf den Punkt, dort wo der Fahrer es haben möchte. Es ist so werkseitig perfekt eingestellt, das Motorrad. Die Kupplungskraft ist mir aufgefallen, ist nochmal deutlich leichter geworden, was natürlich den Finger sehr entlastet bei langen Wettkämpfen. Die Bremsen gehen exakt. Was ein bisschen noch eingestellt werden muss, sind die Dämpferelemente, haben wir festgestellt beim Fahren. Das muss dann jeder Fahrer speziell für sich selber machen, ob er eher der Fahrer ist oder eher der Hüpfer ist. Das Motorrad ist jetzt eher für den Hüpfer eingestellt. Okay, also springt ein bisschen schneller raus hinten, ne? Am Heck Genau. haben wir gesehen. Wir haben gesehen, damit kann man sehr viel auf dem Hinterrad machen und weite Sprünge machen. Aber natürlich schaukelt es mehr auf kleinen Steinen, dämpft weniger weg, wo schnell mal die Bodenhaftung dann dadurch verloren geht, wenn man nur fahren möchte. Okay. Wir haben im Endeffekt ja noch ein bisschen Luftdruck haben wir noch reduziert, da war am Anfang ein bisschen viel Luft drauf. Genau, muss man natürlich wetterbedingt immer einstellen. Ich fahre gerne so auf 0,35 hinten, 0,5 bar vorn. Das empfiehlt sich das meistens. Es ist selten, dass man dann sagt, okay, heute sind die Sektionen so ohne jegliche Steine, wo ich auf 0,3 mal runtergehe, wenn es ultra schlüpfrig ist, was dann nochmal was bringt. Aber dann haben wir schnell auch mal einen Plattfuß am Hinterreifen. Okay, du hast ganz am Anfang, hatte ich gesehen, hast du auch noch am Lenker ein bisschen was umgestellt, Ja. der Lenkereinstellung speziell. Genau. Erstmal ganz wichtig, was ich immer finde, dass unsere beiden Griffe eine Restflexibilität immer haben bei einem Sturz, damit ich die nicht gleich zerbreche, stelle ich mir die so ein, dass ich sie mit einer extremen Kraft immer noch verdrehen kann und kann eben immer noch was machen, was aber beim Fahren sich niemals verändert. Und den Lenker stelle ich mir natürlich auch immer fahrerbedingt ein in meine Idealposition, nicht zu weit vorn, nicht zu weit hinten, dass die ideale Position des Fahrers auf dem Motorrad geschaffen ist. Okay. Also ist trotzdem individuell einstellbar, alles auch jetzt hier bei dem Modell speziell, dass du die Lenker weiter nach hinten, nach vorne drehen kannst, inklusive den Armaturen und damit spezifisch jeder Fahrer damit zurechtkommen kann dann auch. Genau. Okay. Ansonsten, du hast gesagt, du hast jetzt vom Fahrwerk her hier noch gesehen, dass hier ein Öhlensdämpfer noch hinten drin ist, der ein Ja. bisschen anders ist zu deinem. Ja, ein sehr guter Dämpfer ist drin, einstellbar. Wir sind jetzt bloß an die Einstellungen noch nicht rangegangen. Ja. Aber wir wollen ja auch das Aber Serienmodell im Endeffekt genau, bewerten. Na? dennoch kann das Motorrad so im Wettkampf sofort verwendet werden. Sehr gut. Von der Abstimmung, Vergaserabstimmung, ist er jetzt ein bisschen zu fettig oder ist die so, dass du eigentlich Man sagen muss kannst, das sicherlich passt? in den nächsten Betriebsstunden des Motorrades nochmal was nachgearbeitet werden. In den Anfangsbetriebsstunden lässt man es immer ein bisschen fetter. Wird man dann sehen, wie es im Wettkampfbereich sich die Kerze verhält, ob man dann doch ab und zu mal eine verrußte Kerze hat oder wo man sagt, okay, ich muss ja mit den Einstellungen ein bisschen zurückgehen, damit ich das Motorrad auch immer im freien Modus fahren kann und sich nichts zusetzt an Auspuff etc. Okay, wir haben auf der anderen Seite, von der Seite sieht man es jetzt gerade nicht, aber ich gehe mal mit rum, noch so einen Mapping-Schalter dran
für, genau. Ja, für, hier ist zwar eine Sonne abgebildet und so ein Regensymbol. Genau. Merkt man Sonne da? Und Regen, das ist halt ein leichtes Symbol geworden, wo man sagt, das ist Motorrad, hat nochmal eine Mapping-Einstellung, eine vorgewählte, wo sich die Zündkurve nochmal verändert, also viel schneller eine große Frühzündung eingestellt wird in dem Sonnenbereich gegenüber dem Regenbereich, wo es eher linear diese Frühzündung nach oben geht. Spürbar für mich ist das sehr wenig. Es kommt mehr zum Tragen in den höheren Drehzahlen, wo nochmal schneller eine Leistung da ist oder eine kontinuierliche Leistungssteigerung. Ich persönlich bin sehr viel jetzt im Regenmodus gefahren. Gefällt mir sehr gut, dieser Modus ist nicht ganz so aggressiv vielleicht, aber direkt spüren, das Umschalten habe ich es noch nicht, gespürt habe ich es persönlich noch nicht. Okay. Ja, sehr gut. Also findest du im Endeffekt, was GasGas jetzt wieder auf die Beine gestellt hat mit dem Modell, ist sehr gut geworden, ne? Es ist sehr fahrbar, das Motorrad, man kann es auch, du hast selber schon gesagt, schon gleich im Rennen einsetzen. Ne? Ja, ist bei dir demnächst wieder was geplant? Trotz Corona-Zeit ist da schon wieder im Terminkalender was festgelegt worden. Wir hoffen, dass jetzt natürlich unsere ostdeutsche Meisterschaft wieder voll am Greifen ist und die Veranstalter drängen schon ganz sehr drauf. Jetzt, die wollen alle eine Veranstaltung machen. Zum Glück konnten wir hier in unserem Trainingsgelände fast durchgängig trainieren. Das war das große Glück, wenigstens für uns Clubmitglieder konnten wir unter den gesetzten Bestimmungen in stetes Training machen. Das war sehr schön, dass wir bloß 3 oder 4 Wochenenden aussetzen müssen. Jetzt sind wir wieder voll im Trainingsbetrieb drin im MC Flöhr. Das ist eine super Sache, auch für Interessenten, die da gerne mal mit zu uns kommen wollen. Haben wir da immer ein offenes Ohr und kann auch jeder mal bei uns ein Motorrad testen und sagen, ich möchte auch den Sport betreiben. Okay, also wenn ich das richtig erfahren habe, sonntags ist es immer möglich, das seid ihr hier vor Ort, sonntags einfach mal zum MC Flöhr auf die Trainingsstrecke kommen. Motorsportgelände Flöhr nennt sich ja genau, der Vogeltal. Und einfach bei dir, bei Mike melden. Ja. Und dann mal gucken. Genau, und da kann jeder bei uns gern mitmachen. Und für Nichtmitglieder oder so ist da immer was möglich, auch dass er da sich mit integrieren kann und sagen, ich möchte den Sport auch gern betreiben. Und herzlich willkommen. Sieht auf jeden Fall spektakulär aus. Und vielen Dank, dass du uns ermöglicht hast, solche tollen Aufnahmen zu machen. Bleib fit! Weiterhin. Dankeschön. Na, und wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank für den Test.